So, hallo, während jetzt im Hintergrund das Geo-Quiz schon mal hochlädt, unsere übliche Runde. Wundert euch nicht, dass da die Kuhs sind, ich hatte kurz Probleme. So, jetzt gucken wir mal. Okay, G. Okay, wir müssen also mit Gs starten. Dann nehmen wir die Garde. Oh, da gewinnen wir ein A, an der richtigen Stelle sogar. Dann nehmen wir den Salat. Okay, wir haben ein S und ein T gewonnen. Ja, stark. Das S ist aber nicht am Anfang. Okay, aber das A, Quatsch, das T ist am Ende. Okay. Also könnt's mit St aufhören. Aust, Axt, Abst, Abst, Anst. Fan, Afst? Nee. Okay, vielleicht hört es auch nicht mit ST auf. Dann ist das S nach dem A. As irgendwas T. Asot, Asut. Asit. Was könnte da dazwischen passen? Wir probieren nochmal, wenn das vor dem S vor dem T steht, also mit St aufhört. Oh, passt! Passt nicht. Passt leider nicht. Also Wanst gäbe es, aber das wird dann nicht. Er zählt Wanst als Wort. Okay. Aber passt zählt er nicht als Wort. Ja, passt schon, ne? Aber Wanst nimmt da, ist schon in Ordnung. Okay, das S ist tatsächlich vor dem T. Okay, also was kann zwischen A, S, T stehen? Abst, Aust, Aist, Aust, also Aust. Aber was könnte dann Aust? Paust, Kaust, Kaust. Du kaust. Ja, natürlich nimmt das wieder nicht. Haust. Nimmt er auch nicht. Maust. Zaust. Fa. Got it. Die Faust. Natürlich. Natürlich. So, wir müssen mit welchem Buchstaben starten? Ich hab's vergessen. Ach ja, mit dem G. Wir starten mit dem G. Und jetzt machen wir wieder den Hard Mode rein. Jedes Mal vergesse ich's. Dann nutze ich's aus, dass ich nicht drin hab. Garden. Ach so, Garden geht ja gar nicht. Great. Okay, das war so ein bisschen great. Table. Ne, da ist das E drin. Ja, dann geht das leider nicht. Talos? Nimmt er nicht, schade. Thanos. Schade. Tapos. Ach, Mano. Teppi. Okay, muss ja auch nicht so sein. Okay. Okay, wir probieren dann mal Start aus. Da haben wir auf jeden Fall was probiert. Okay, TA ist auch nicht so. Schade. Und auch kein zweites T. Ah, das hätte ich mir auch denken können. Ups.
Gut. Sagen wir mal, es hört mit TA auf. Was könnte davor sein? Annik ist ja kein S. Oh, warte. Denk. Okay, wir haben ein H gewonnen. Oh, ich habe das A wieder an die falsche Stelle gesetzt. Dass der das in dem Hard Mode erlaubt, ist interessant. Ah ja, okay. Wir haben ein H gewonnen. Nee, so darf ich auch nicht. Mann. Warte, das T kann jetzt nur noch an der dritten oder an der vierten Stelle stehen. Aber es gibt kein zweites T. Warte, Health? Nee, geht nicht. Heft? Das Hefty? Nein. Hasty? Hasty? Nee, S ist ja raus. Habit? Ja. Nee, das T darf ja nicht hinten. Okay, aber wir haben das A festgelegt. Das ist doch schon mal was. Und das H ist auch nicht vorne. Was ist denn hier los? Okay, wir sagen jetzt mal, TH ist nach dem A. Lässt sich da was draus basteln? Patch. Okay, es ist ein ATCH. Ja, stark. Aber kein Patch. Ein Match. Ein Watch. Ja, gut. Ich habe leider zu viele Guesses falsch gemacht, deswegen hatte ich keine Möglichkeit mehr. Aber ja, da waren mehr Buchstaben jetzt noch drin. Schade. Ist okay. So. Dann Quördel. Wir starten wieder mit Great. Das ist doch Great. Vor allem, wow, das ist richtig Great hier oben. Krass. Und jetzt noch OU. Dann nehmen wir das Haus. Und dann haben wir auch noch das E nochmal drin. Was ja in Ordnung ist, weil wir das E dreimal haben und wir können es an eine andere Position setzen. Jawohl. Und jetzt noch was mit einem I. Das E sitzt jetzt schon zweimal richtig, das heißt, das können wir draußen lassen. Das A können wir noch verwenden. Dann nehmen wir mal Manic. Jut. So. Jetzt haben wir da oben. Das E ist ganz hinten. Und mehr wissen wir nicht. Gehen wir mal davon aus, dass das T vorne ist. Dann könnte jetzt ja weder G noch A kommen. Schwierig. Es könnte mit H aufhören. Aber gibt es Phage? Nein. Gibt es irgendeine Möglichkeit zwischen H und T was zu bauen?
Stage, ich bin blöd. Die Stage, wäre voll denkbar. Nee, es ist draußen. Es ist nicht dabei, da oben. Mm-mm, kein S, da oben. Keine Stage. Kann ich sonst irgendwie Tage vorne hinsetzen? Nee, geht nicht. Okay. Also muss ja auch kein Age hinten sein. Das war ja nur eine Idee. Dann lassen wir das erstmal und gucken uns mal die anderen an. Da unten haben wir nämlich MST und das I ist auch dabei. Midst gäbe es. D ist noch nicht kontrolliert worden. Insofern, let's go. Passt. Treffer versenkt. Jetzt haben wir links davon das I und N festgesetzt. Ein S und ein E haben wir auch noch am Start. Also zum Beispiel Sinn. Synapse, Sinnel, Synap, Sinek, Sinni, Sinni, Synef, Synef, Sinu, Sinu gäbe es. Mhm, mhm, mhm. Will ich das testen? Ja, komm. Dann haben wir das W noch mit drin. Das ist sogar richtig. Okay. So. Jetzt wird es wieder da oben interessant. Also wir haben R, E, A, O, D. Darum haben wir alles. Darum haben wir alle Buchstaben und das E hört auf. Mit dem E hört es auf. Okay, lass mal mit R starten. Dann kein O und kein A. Dann käme nur das D. Das geht nicht. Also müssen wir mit O oder A starten. Starten wir mal mit A. Dann das D. Das D muss hier hin. Geht gar nicht anders. Aber Ad. Jetzt muss dann... Ah, Adore. Ja, Adore. Oh, und wir haben da drüben dadurch jetzt gewonnen, dass das A festliegt, dass es vorne ist. Dann ist das H hinten schon mal Quatsch. Dann starten wir also hiermit. Okay. Jetzt weiß ich nur, dass jetzt kein A kommen darf. Also könnte jetzt ein G kommen. Jetzt kommt kein E. Jetzt könnte es T, aber dann jetzt die Verbindung zum E haut nicht hin. Machen wir es mal so. Ich meine, wir haben ja noch drei Guesses. Also ich kann jetzt ja eigentlich wild erstmal nochmal das G und T woanders hinsetzen. Finde ich ein Wort, wo ich G und T woanders hinsetzen kann mit einem Schlag? Nee, so spontan nicht. Okay, lass uns mal überlegen. Wir starten mit A. Jetzt könnten G kommen. Jetzt habe ich noch die Option zwischen dem Buchstaben, den ich nicht kenne, oder dem T. Aber Act... Dann irgendwas mit E verbinden. Ich kann ja mal durchprobieren, aber ich wüsste nicht, was dahin soll. Ne, das ist halt das Ding. Also, das ergibt irgendwie alles keinen Sinn. Nee, das ergibt keinen Sinn. Nee, ist ja auch Quatsch. Okay, dann sagen wir mal, es kommt nicht das G, sondern es kommt das T. Dann hätten wir jetzt hier Add. Jetzt der unbekannte Buchstabe und dann GE. Tige. Ja, aber da ist es schon aus. Also alles andere kann es ja nicht sein. Angenommen, das jetzt kommt weder G noch T. Dann hätten wir GT vor dem E. Lässt sich das umsetzen? TGE? Tige? Güte? Akte? Ak, 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 ak,
Ecke. Ey, das klingt ganz, alles ganz merkwürdig. Wie lässt sich das da oben verbinden? Ich glaube, das lässt sich nur verbinden, indem ich GE habe und T vorne. Also so Add, dann irgendwas und dann GE. Ah, hat ja auch gerade probiert. Nee, es geht ja auch nicht. Dann Egg, irgendwas und dann TE. Ja, so am ehesten. Gibt es Egg Guide? Nein. Ja, aber, A Gate? Oh, 2A! Treffer versenkt. Okay. Kurzer Kontrolle, ob wir überhaupt aufnehmen. Es läuft nämlich gerade wieder viel zu gut und dann denke ich fast, wir nehmen nicht auf. Aber wir nehmen auf. Okay, ich hoffe auch die Maus nimmt es auf, weil das war vorhin so ein kleines Problemchen. Juti! So. Dann gehen wir zu Nördel. 87 minus 0. Ah, 87 ist dann ein bisschen blöd mit dem, was ich gerade überlegt habe. Ne, machen wir mal zurück. Minus Minus 23 ist gleich 64. Das können wir mal machen. Zack. Okay. Die 8. Wir starten mit der 8. Das ist doch schon mal was. Ansonsten wissen wir leider fast gar nichts. Okay, jetzt müssen wir mal rausfinden, ob es vielleicht eine dreistellige Zahl ist. Dann machen wir doch mal 8 mal 2 mal. Ach so. Nee, das geht schon nicht. 8 mal. Würde das gehen? Nee, das würde auch nicht gehen. Überleg gerade was. Obviously. Und wenn ich sage. Nee, das ist auch zu hoch. Nee, muss ja auch kein Mal sein. 8 plus. Aber mit einem Plus wird's. Aber warte. 864 plus 2. Nee, geht nicht. Muss ja auch nicht dreistellig sein. Acht. Warte, vielleicht kann ich es so rum machen. Das würde gehen. 88 plus 64. Ah, nee, das wird zu groß. Mann! Nee, ich glaube, dreistellig wird das nicht. Ich glaube, es wird ein einstelliges Ergebnis sein. Dann machen wir jetzt mal 80 durch 4. 80 durch 4 wäre nämlich 20. Ist schlecht. Ist schlecht. Okay, 86. Nee, das ist auch doof.
Ich muss halt die Zahlen irgendwie einbauen, die ich jetzt schon habe. Warte mal, 60, 66, 72, 78, 84. Ah. 84 durch 6 ist nämlich jetzt dann eine stabile 14. Und 14, ah, das kriege ich auf 2 runter. Ah, ich darf auch vor allem Minus nicht benutzen. Scheiße. Oh, ich dürfte aber durch sie... Nee, okay, darf ich nicht. Nee. Dann geht's so auch nicht. So kriege ich die Zahlen auch nicht alle unter. Okay, kann ich die vielleicht so multiplizieren, dass ich was rauskriege? Was weiß ich, 86 oder mal 8 mal. So, ich will jetzt 2 und 4 oder so irgendwie möglich. Also, ich kann ja mal die 2 reinnehmen, so. Was müsste ich denn mal 2 nehmen? Also nicht mal 2, sondern mal, weißt du schon? Dass wir eine dreistellige Zahl mit 6 und 4 bekommen. Also 8 mal 21 wäre halt zum Beispiel 168. Dann hätte ich die 6 drin, aber dann ist keine 4 mehr drin. 8 mal 25 bringt mir auch nicht so viel. Wenn ich hier die 26 reinnehme, dann haben wir 160 plus 8 mal 6. 8 mal 6 sind 48. Ja, dann landen wir bei 208, da ist auch keine 4 dabei. Nee, so kriege ich keine 4 unter. Wenn ich sage, die 4 ist hier, was weiß ich, 8 mal 24... Dann kriegen wir keine 6 mehr unter. Ne, so kriegen wir keine 6 mehr unter. Wenn ich die 6 hinsetze, ja, dann kriegen wir keine 4 unter. Das hatten wir gerade schon. Also wie ich es drehe und wende, das haut so nicht hin. Ich kann aber ja vielleicht eine andere Zahl hier hinsetzen. Und dann versuchen, die 2 da hinten im Ergebnis unterzubekommen. Wenn wir zum Beispiel sagen, 8 mal... 16? Nee. Gar nicht so leicht. Gibt's ein Ergebnis? Mann! Ich glaube, ich denke viel zu kompliziert gerade. Ich will halt gerne im zweiten Versuch jetzt richtig liegen. Das ist das Ding. Ich will jetzt nicht anfangen, irgendwas zu raten. Ich will wirklich richtig liegen. Und ich muss halt mit 8 anfangen, das ist der Punkt. Okay, lass mal 80 durch 10 teilen. Ah, das ist ja schon scheiße. Da ist ja schon gar kein Platz mehr für ein Ist-Gleich. Geht nicht. Okay, lass mal 8 durch 2 teilen. So, das wäre jetzt 4.
Aber wie kriege ich jetzt da noch eine 6 und die 4 unter? Das geht auch nicht. Wenn ich 80 durch 2 teile, habe ich 40. Ja, kriege ich ja auch nicht. Ich kriege so keine 4 und keine 6 unter. Wie verbinde ich die denn, verdammt? Okay, lass mal verbinden. Aber ich will ja auf... Ich muss auf einstellig oder auf dreistellig kommen. Das komme ich so nicht. Keine Ahnung, 86 mal 4. So. Das wäre jetzt 4 mal 80 ist 320. 4 mal 6 ist 24. Ja, dann komme ich, kriege ich die 2 nicht unter. So, keine Chance, die 2 unterzubekommen. Also geht nicht. Dann 82 mal 4 kriege ich die 6 nicht unter. Na? 4 mal 80 ist immer noch 320. Dann sind wir bei 328, kriege ich die 6 nicht unter. 82 mal 6. Jetzt habe ich die 4. Warte, jetzt habe ich die 4. 6 mal 80 ist 480. Ist 492. Ich habe alles unterbekommen. Ja, ich habe alles dabei. Jetzt habe ich alles drin. Okay, keine zweite 2. Aber es hört mit einer 2 hier auf. Und es ist ein einstelliges Ergebnis. Also es kommt 2 raus. Und es kommt ein Mal vor. Okay, das ist jetzt richtig wild. Es kommt ein Mal vor und das Ergebnis ist einstellig. Ja, Halleluja. Also muss ich dann noch mit einem geteilt auch noch arbeiten? Hä? What? Das Ergebnis muss 2 sein, aber ich starte mit einer 8. Es kommt einmal vor und am Ende ist das Ergebnis 2. Das ist ja richtig wild. Also 8. Dann am besten gleich das Mal. 8 mal 6. Jetzt hätten wir 48. Ich kann nicht minus. Minus darf ich nicht. Ich darf nicht abziehen. Wie soll ich denn jetzt runter zur 2 kommen? Hä? 8 mal 4. Durch 16. (32 durch 16 = 2). Das muss es jetzt sein. Boah, das war ein wildes Nördel. Das war ein wildes Nördel. Die Kombination aus Mal und geteilt. Ja, okay. Die Kombination aus Mal und geteilt. Da bin ich nicht so schnell dahinter gekommen. Okay. Aber dadurch, dass wir dann wussten, es ist eine einstellige Zahl und es kommt 2 raus, das ist dann schon ganz gut gewesen. Gut, lasst uns noch squirteln. Ne, globeln. Globeln, jetzt erst recht. Ich habe nämlich, ich weiß nicht, ob das vor dem Part oder nach dem Part kommt. Ich habe mal wieder Geography Games gespielt. Und habe jetzt wieder ein paar Länder gelernt, wieder, die ich vorher nicht mehr wusste. Aber auch viele weiß ich noch nicht. Also viele sind mir noch zu... Also kann ich mir einfach nicht merken, was ärgerlich ist. Aber so ist es halt. Gut, lasst uns mal mit Peru starten. Das habe ich nämlich verkackt. Und Peru ist nämlich hier. Ich habe Peru nicht mehr gewusst. Das ist echt ärgerlich. Okay, in der Ecke ist nichts. Dann gehen wir halt trotzdem mal wieder nach Europa. Okay, da ist auch nichts. Dann gehen wir jetzt mal ganz vorsichtig nach Afrika. Da ist auch nichts, zumindest nicht so schnell. Dann gehen wir mal in die Richtung nach Japan. Das ist ein bisschen heller.
dann gehen wir mal nach Vietnam. Das ist wieder nicht so hell. Yo! Der hat jetzt aber noch nicht wirklich was mit Nahes hier. Warte mal. Da ist irgend so ein Balken da unten. Geht da mal weg. Hallo? Seht ihr den Balken? Oh, ihr seht vor allem... Hä, wieso seht ihr jetzt das Ding da am Rand? Ach, weil das da... Ah, das gehört... Okay, das gehört da dazu. Ja gut, meinetwegen. Aber ich sehe doch das richtig, dass das ein bisschen dunkler ist als der... Ja, doch, das ist schon dunkler. Aber in welche Richtung wird es dunkler? Mach mal Russia. Mann! Ja, das ist... Oh Gott, was ist denn das? Mach mal so Irak, Iran, so die Richtung. Das ist wieder heller. Was dann irgendwo da so? Machen wir mal China? Hä? Machen wir mal USA? Hä, das ist... Okay, wohin soll denn das zeigen am Ende? Also hier ist ja hell. Hier wird es dann ein bisschen... Oh shit, jetzt habe ich wieder... Ja, jetzt ist die Karte wieder abgeschmiert. Stabil. Also das ist ja komplett so, gar nichts. Und hier wird es zumindest ein bisschen dunkler. Aber ich meine... Wohin soll das denn zeigen am Ende? Weil hier unten ist ja wieder weiß. Mach mal Island. Iceland, meine ich natürlich. Das ist wieder weiß. What the heck? Keine Ahnung, ich will jetzt erstmal Kanada, ist mir jetzt egal. Ich will jetzt erstmal Kanada auf. Das ist auch... Das ist auch interessant, ne? Hier ist dunkel, hier ist dunkel, aber Kanada ist wieder heller. So, what? Was ist denn jetzt kaputt? Wohin geht es denn? Geht es in Richtung Australien? Da wird es dunkler. Okay, New Zealand. Da wird es wieder heller. Oh, dann sind es irgendwelche... Okay, ich habe zum Glück ein bisschen was gerade gelernt von den Dingern. Okay, wir nehmen mal Singapur. Welche Farbe hat denn jetzt Singapur verpasst? Das ist auch mehr so hell, ne? Scheiße. Aber hier unten ist wieder... Ach du Kacke, ey. Ist das irgendwas hier in dieser Inselgruppe? Ernsthaft jetzt? Nehmen wir mal Vatu. Scheiße, wie schreibt man das? Oder was? Natu? Hast doch gerade noch gespielt. Fuck. Fuck, ich hab's doch gerade noch gespielt. Wie schreibt man denn Mist? Wir nehmen jetzt erstmal Indonesien. Um hier ein bisschen in die Ecke zu... Ja. Vielleicht irgendwo da dazwischen. Philippinen? Wie schreibt man die denn jetzt? Philippines? Mann, wie schreibt man euch? So. Ja, aber passt auch. Alter. Also Nerdle und Global
nehmen mich heute aber richtig hops. Was ist denn das? Das ist dieses Osttimor, ne? Wie schreibe ich das denn jetzt? East Timor? Hallo? Hat das jetzt eingetragen? Gemeckert hat er nicht, aber eingetragen hat er es auch nicht. Ja, closest Australia, das nützt mir nichts. Hallo? Oder ist das... Ah, nee, das ist dieses Papua-Neuguinea. Ich bin dumm. Osttimor war woanders. Warte. Das ist dieses Papua-Neuguinea, glaube ich, oder? Ja, wie schreibe ich das denn? New Guinea? Ja, Papua-Neuguinea. Ja, wie schreibt man das denn im Englisch? Oh mein Gott, ich gucke kurz auf die Karte, wie man das schreibt. So, das ist doch hier drüben. Ist doch hier drüben irgendwo. Papua-New-Guinea. Okay, auseinander einfach. Einfach nur auseinander. So. Ja, geil, es sind diese Inselgruppen. Ihr wollt mich komplett hops nehmen. Es ist wirklich diese dummen Inselgruppen. Ha. Da könnte ich jetzt auch auf mein Geografie-Quiz klicken einfach und da kurz reinschauen. Also dann wären wir hier Salomonen vielleicht. Wie schreibt man die? Ich habe keine Ahnung. Salomons. Salomon. Salomons. Alter. Wie schreibt man die? Solomon. Solomon Islands. Solomon. Muss ich Islands dazu schreiben? Ja, aber es wird dunkler. Das geht echt in die Richtung. Ich kriege hier gleich zu viel. Dann haben wir Mikronesien. Mikronesia. Alles jetzt markiert? Ich glaube da oben oder was? Federated States of Mikronesia. Ja, ist schon recht. Was wollte ich? Ich wollte am Anfang dieses Vatu, wie heißt denn der Quatsch? Ach, Nauru habe ich gemeint. Wie komme ich denn? Ah, Vanuatu. Oh, ich habe das ein bisschen vermischt. Okay, wir nehmen mal Nauru. Jetzt sind das echt gerade diese Inselgruppen. Ich werde bekloppt. Glaub's mal. Nauru? Ja, wahrscheinlich. Wahrscheinlich, oder? Okay, rein in Squirtle. Bitte sei freundlicher zu mir als Nerdle und Dings heute. Okay. Wobei Nerdle natürlich noch mit Logik zu lösen war. Ich meine, das war jetzt diese Inselgruppen. Oh mein Gott. Das war ja mein Albtraum, dass die irgendwann dran kommen. Und da kommen sie auch dran. So, wir starten wie immer mit Palkia. Ach nee, ich muss mit was mit G starten. G und Gen 4 am besten. Okay, gibt doch, ach so, das sind die anderen. Ja, hier, Gen 4, dann nehmen wir eins gleich mit Single Type. Dann haben wir Single Types gleich weg. Ice None. Aber auch eins, wo, ja doch, wobei, da können wir schon mit Gewicht und Dings ein bisschen was anfangen. Zack. Oh, Typ 2 passt. Wir haben einen Single Typ, okay. Die Gen ist weiter drunter. Das ist doch schon mal gut. Dann nehmen wir was aus Gen 2. Aber es ist kein Eistyp, okay.
Nehmen wir was aus Gen 2. Es ist kleiner und wiegt weniger. Na gut, da ist noch viel möglich. Gen 2 kriege ich auch so ein paar namentlich hin. Zum Beispiel Celebi. Aber Celebi hat zwei Typen. Schade. Wer ist denn noch aus Gen... Pichu ist aus Gen 2 und klein. Electric None. Na, das können wir doch mal ausprobieren. Richtige Gen. Richtige Höhe. 0,3. Okay, wir sind in Gen 2 unterwegs. Da gibt es auch noch zum Beispiel Weberak. Keine Ahnung, wie man den schreibt. Nicht mit W offenbar. Schade. So auch nicht. Okay, ich guck kurz nach, wie man Weberak schreibt. Weberak könnte nämlich auch so 0,3 hoch sein. Aber Weberak könnte auch zwei Typen haben, nicht sicher. Aber wir gucken mal nach Weberak. So. Where is my Weberak? Da geht's los mit Gen 2. Da ist Weberak. Spinarak. Okay, von Spinne. Mhm. Ups. Spinarak. Ah, da zwei Typen. Schade. Ist auch größer sogar. Weberak ist größer als Pichu. That's interesting. Okay, dann nehmen wir mal die Vorform von Chanera. Wie heißt denn das Viech? Ist das auch Gen 2? Ich glaube, das ist auch Gen 2. Lass mich mal gucken, ob ich das finde. Oh, Pi können wir nehmen. Pi könnte so groß wie Pichu sein. Und Pi heißt einfach Clever. Ah, und da, Fluffeluff. Nee, Fluffeluff ist Quatsch. Aber hier... Oder Togepi könnte auch so groß. Togepi oder Pi? Ich gehe mal auf Togepi oder Pi. Ich meine, beides sind Fee, also ist erstmal egal, was wir testen. Wir nehmen mal Togepi, weil Togepi ist besser. Ja, ja. Kleiner als, weniger, wiegt weniger als Pichu. Togepi wiegt 1,5. Ich glaube, wir haben's. Togepi ist es einfach. Gutes Pokémon. Okay, dann schließen wir hier ab. Danke fürs Zuschauen und tschüss.